Das Living Lab hat uns bis jetzt hervorragend geholfen, speziell auch bei der Erprobung im städtischen Umfeld. Ein großer Nutzen, glaube ich, für alle, ein Wesen der Digitalisierung, alles vernetzt sich miteinander und so eben auch die Partner, die da mit dabei sind. Es kommt immer mal wieder die Frage, sitzt denn künftig eine Maschine bei uns am Schalter? Die Befürchtung kann ich keine Folge leisten, weil wir immer versuchen, wohl zu digitalisieren und die Abläufe auch effizienter zu gestalten. Aber dass man die Zeit, die man von den maschinellen Abläufen gewinnt, in den Mensch investiert. Und gerade in Ludwigsburg finden wir eine sehr motivierte Mannschaft mit dem OB Spetz vorneweg, der sehr motiviert, sehr engagiert ist und neue Themen vorantreibt. Mit den beteiligten Partnern aus Wirtschaft, aus der Kommune vor allem und anderen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten und gemeinsam wirklich auch diese Lösungen für die Stadt der Zukunft entwickeln können.